Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren, nee, Let's Play ist es ja nicht, zu einer weiteren Aufnahme von ein paar Runden mit, ja, wir spielen wieder Sniper Fury und zwar habe ich eben schon ein bisschen ausprobiert und wir sind beim Event, sind wir jetzt quasi, nee, das Event war es gar nicht. Nein. Was? Während des Events Rubine ausgeben? Das ist jetzt neu. Das hätten sie uns mal vorher sagen müssen. Jetzt habe ich nur noch 58. Ich habe mir da nämlich was gekauft. Eigentlich wollte ich hier beim Skarabäus weitermachen, denn hier, die zweite Karte ist frei. Das heißt, da können wir einfach mal ab in die Mission. Wir haben nämlich noch 3 Blitze für heute. Und da schauen wir doch mal, was als nächstes kommt. Schütze deinen Partner mal wieder. Ja, gut. Wenn man mit dieser Waffe mal treffen würde. Stirb! Lass dich von meinem Skarabäus. Au! Der liegt schon und ich schieße ihm trotzdem noch in die... Also er ist Rechtsträger, deswegen habe ich ihn voll in die Nudel geschossen. Aber ja, da gibt es jetzt noch Kärtchen. Und zwar Jackpot, episch, Belohnung und Trophäen werden beim Sieg verdoppelt. Ja. Gut. Irgendwann müssen wir die Waffe auch wieder upgraden. Ich kenne das doch. Und dann brauchen wir natürlich wieder Scheine. Ich habe übrigens die Hauptmission noch nicht weitergemacht. So, hier. Bla bla bla. Schaden 190.000. Ja, spielen wir doch einfach mal. Wäre ja schön, wenn wir die Waffe irgendwie zusammenkriegen würden. Aber ich glaube eher nicht. Das ist bei dem Spiel schon so beabsichtigt, dass das nicht klappt. Komm, stirb. Jo, ich hab mir doch gedacht, dass das der letzte Gegner ist. So, einmal zack. In den Arm und die Waffe hat ihn bis auf seine Augen. Seine Augen haben bis zuletzt geglüht. Ja, diesmal gibt's... Doch, es gibt noch Belohnungen, ich dachte schon. 2 Angriffsmarken und ein Vielzernrohr. Wer kennt es nicht? Und wir machen weiter mit Sniper Suri. Und zwar Mission 3. Die können wir auch gleich spielen. Mission 4 und 5 können wir eigentlich nicht heute spielen, weil da müssten wir warten. Zerstöre alle Drohnen. Okay, go get him, Tiger. Hä? Wo waren die? Ach, da. Jo, das war's schon. Das war jetzt eine unheimlich schwere Mission. Die Schüsse gingen daneben? Ehrlich, Spielengine. What the fuck? Ja, free to play, sage ich nur. Da müssen die Schüsse nicht treffen, der Gegner ist trotzdem tot. Gut, Mission 4 können wir nicht machen, da müssen wir 37 Minuten warten. Alter, nö, ich muss jetzt tatsächlich... Oh, Meilenstein. Ach ja, wir kriegen ja jetzt entsprechend Belohnungen für Rubin ausgeben. Das heißt, ich habe jetzt die Energie aufgeladen, weil ich keinen Bock hatte... Ich muss übrigens in 45 Minuten zur Arbeit, von daher bin ich sowieso kurz angebunden. Schütze deinen Partner. Mal wieder. Hä? Wo ist denn der hin? Moment. Nein, nein, ich muss nachladen. Doch, das gibt's doch nicht. Dieses Nachladen. Ah, na, dieses Drecksnachladen. Ehrlich jetzt, das ist so nervig bei diesem Spiel, dass das Ewigkeiten dauert, nachzuladen. Ja, machen wir nochmal. Wir haben ja schließlich einen Blitz mehr, als wir eigentlich brauchen. Ja, Schnauze. So. So, gut. Gut, dass die Waffe jetzt gerade nicht nachladen wollte.
Alter, das ist ja wohl hier. Manchmal, habt ihr gemerkt, manchmal möchte die Waffe einfach nicht nachladen. Dann geht sie raus aus dem Zielmodus, aber wir können weiterschießen. Free-to-play, sag ich nur. Das Spiel ist bugfrei. Garantiert. Was? Legendär, Truppkameraden können nicht in einer Mission gefangen genommen werden. Was? Wie jetzt? Truppkameraden können gefangen genommen werden? Na gut. Dann versuchen wir mal die letzte Mission. So, schauen wir mal rein. Ich hoffe mal, die ist nicht so schwer. Wir haben nämlich nur noch einen Blitz. Zerstöre alle Helikopter. Oh, das war's schon. Dachte, da kommt vielleicht noch ein Helikopter. Aber auch im alten Ägypten gab es schon Hubschrauber. Wer hätte es gedacht? Victory ist mal wieder da. Was kriegen wir diesmal? Wir kriegen ein komisches Auge. Das heißt, das waren im Endeffekt schon diese 5 Missionen für heute. Die nächsten 5 Missionen... Oh, Kapitel 2 haben wir abgeschlossen. Kapitel 3 wird in 22 Stunden 9 Minuten aktiviert. Und, wie ihr seht, gibt es 10 Kapitel. Ich weiß nicht, wie lange diese Mission hier dauert. 9 Tage. Das heißt, eigentlich müssten wir jeden Tag eine Mission, also ein Kapitel spielen. Sonst kommen wir im Endeffekt nicht durch. Gut, würde ich sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir sind erst 7 Minuten dabei. Das heißt, wir gehen mal in die Mission. Wir haben nämlich hier die Möglichkeit, durch Geld das Ding endlich zu upgraden. Und das hier müssten wir auch machen. Machen wir 5 Rubine, denn wir kriegen aktuell Bonus für das Ausgeben von Rubinen. 2000 haben wir jetzt leider nicht, aber die Waffe reicht, um entsprechend die Hauptmission weiterzuspielen. Mit dem Commanding Officer out of the picture, we need to move fast. I'm sending in an agent to take their comms offline and tap into the IF network. But first, we need you to silence the radio operators. For good. For good. Wir sollen die Funkleute umbringen, damit die nicht mehr nach außen funken können, weil wir haben ja jetzt ihre Bosse schon getötet. Die Funkoffiziere der Unabhängigkeitsfront befinden sich in 1 Gebäude. Benutze die Railgun, um sie zu eliminieren. Okay. You need to eliminate the independent front radio operators. Oh man. Okay. Das waren alle. Sniper, beschütze den Agenten. Wir haben uns da oben hin teleportiert. Alter. Wo ist denn der bitte nicht gepanzert? An den Armen, natürlich. Und der ist nicht am Arsch gepanzert. Na, komm schon. Lad mal schneller nach. Oh, da ist ein Rocket Launcher Guy. Gut. Na, den haben wir nicht ganz getroffen. Da müssen wir kurz nachladen. Ach, das gibt's doch nicht. Einmal in den Arsch geschossen. Au, wir haben seine... Ach, schade. Ich dachte, jetzt explodiert die, wenn wir seine Handgranate treffen. Das wäre ja mal lustig gewesen. Aber... Ja, man kann ja nicht alles haben im Spiel. Immerhin werden die Missionen schon ein wenig fordernder, länger und anstrengender. Das heißt, mittlerweile sind die Missionen tatsächlich länger als die Ladezeit. Bisher war es ja so... Die Ladezeit ist ja quasi genauso lang gewesen wie der Level. Aber mittlerweile, seht ihr ja, ich würde sagen, Hossa. Very nice. So, ein Upgrade konnten wir uns leisten, aber mehr auch nicht. Das heißt, wir müssen die Sniper- oder Sturmmission machen. Wir können ja mal die Sturmmission machen. Da habe ich ja noch gar keine gemacht heute. Das heißt, 5 Feinde durchsuchen die Umgebung nach entkommenden Geiseln. Werde sie los. So. Nummer 2. Nice. Nummer 3. Da ist Nummer 4. Und Nummer 5 steht passenderweise da oben. Das heißt, wir können ihm wunderbar in die
Lendenregion? Nein, nur ins Knie. Plonk. Ja, gut. Ich sag jetzt mal nicht, dass die Grafik bei näherem Ranzoom nicht mehr so attraktiv ist wie... Gut, sie war noch nie attraktiv. Aber wie dem auch sei. Gut. Ich habe übrigens in der Aufnahmesession, die ich quasi unkommentiert gemacht habe, lustige Sachen erlebt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt entweder hier vor dieser Folge quasi als Best-of zusammengeschnitten habe oder indem ich das quasi gleich nochmal einfüge und lustig kommentiere, weiß ich nicht. Wir hingegen machen erstmal den Sturmeimer weiter, denn es wird windig. Die UF hat gerade zwei Fahrzeuge losgeschickt. Sie suchen nach entkommenen Geiseln, sichere das Gebiet. Okay. Ich soll also nicht die Fahrzeuge erschießen, sondern die Gegner. Die Molotov-Guys. Was? Fehlgeschlagen? Wie, zerstöre das Fahrzeug? Hä? Ich soll die Fahrzeuge zerstören? Ich dachte, ich soll die beschützen vor denen hier. Weil das bringt doch nichts, wenn die Molotow-Typen da sind. Die brauche ich doch nicht umbringen im Endeffekt. Hä? Kann mir jemand mal erklären, warum ich in dem Spiel jetzt die Molotow-Typen eigentlich nicht töten muss und nur die Fahrzeuge? Sind die Molotow-Typen jetzt Ablenkung oder sagen die, ah nee, unsere Autos sind eh kaputt, wir gehen nach Hause, wir haben Feierabend. Der Typ da, der Sniper, der kann da ruhig rumstehen. Der kann ja eh nicht weglaufen, der hat keine Beine, also zumindest keine, mit denen er laufen könnte. Aber wir können uns ja nicht bewegen in diesem Spiel. Mal sehen, abgesagt, schalte eins feindlichen Helikopter aus. Ehrlich, haben die jetzt das Meme aufgegriffen oder ist das nur so ein Standardtext? Schalte feindliche Helikopter aus. Die UF hat gerade einen Fluchthelikopter bestellt. Storniere diese Bestellung. Ich brauche mal die 4. So, ich brauchte ein bisschen Slow-Mo, um den Helikopter zu sprengen. Pam! Victory! Die Flammeneffekte sind nicht schlecht im Hintergrund. Also das sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Aber das ist ein relativ leicht zu machender Effekt. Also es sind quasi so kleine Rauchwölkchen, die man dann verschieden dreht, hintereinander lagert und dann quasi so eine Spur daraus zieht, aus Rauchwolkenpartikeln. Zerstöre 6 Drohnen ist die nächste Mission. Und jetzt sind wir wieder voll drin in diesem 6 Drohnen haben mich im Visier. Jetzt sind wir wieder drin in diesem ultraschnellen Geballer. So, da ist noch eine. Das war's schon. Was ich sagen wollte, diese Rauchwolken-Animationsdinger, das sind halt Partikeleffekte. Auch diese Feuerdinger sind alles Partikeleffekte. Das sind kleine Sprites sozusagen, also zweidimensionale Planes. Plane ist quasi so ein flaches Ding, was aus wenigen Polygonen besteht, weil es halt flach ist, zweidimensional. Und davon mehrere hintereinander in Richtung des Spielers ausgerichtet, soll heißen, wenn man rumlaufen könnte, würden sich die Dinger mitdrehen. Man wird also nie von der Seite so das Flache sehen, sondern die würden sich mitdrehen. Gut, schütze 5 Geiseln vor Feinden ist das nächste. Während ich hier über irgendwelche 3D-Games labere, über 3D-Effekte. Mehrere Feinde nähern sich einigen Geiseln, beschütze sie um jeden Preis. Weil auch der Qualm hier hinten, die Partikel selber blenden quasi nach oben hin aus. Und unten spawnen sie neu, sozusagen. Das soll dann aussehen wie so Qualm, aber man sieht halt hier so immer die Partikel, die sich wiederholen. Also man sieht, dass es so bestimmte... Was? Dass bestimmte Sprites sozusagen sind. Früher waren das Sprites. Heutzutage sind es halt Partikel, sozusagen. Und so eine Engine, die kann davon normalerweise schon so ein paar mehr verkraften. Ohne Probleme. So. Ach, da ist noch einer. Ein Glück, dass wir dem in die Lendengegend geschossen haben. Nein, es geht in die Seite. Blonk. Immerhin, die Leichen sind liegen geblieben. Sonst, die spawnen die ja immer bei dieser Ägypten-Mission. So, gut.
Ich weiß übrigens nicht, warum das Spiel Sniper Fury heißt, wenn wir doch mit Maschinengewehren hier spielen.